Wir kommen jetzt zu einem Gast, der extra aus Dänemark angereist ist, um zu uns zu kommen, wo er übrigens längst ein großer Star ist, ein Schauspielstar nämlich. Und wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist, Dar Salim. Dankeschön. Das ist dein erster Besuch in einer deutschen Talkshow, wenn ich richtig informiert bin. Wie fühlt sich das jetzt an für dich? Ein bisschen, also mein Deutsch ist jetzt nicht meine Muttersprache. Und das ist immer so bei mir, dass die ersten 3-4 Tage schwierig sind und dann wird es immer besser. Und ich habe jetzt seit einem Jahr kein Deutsch geredet und sind vor 3-4 Stunden gelandet. So, mal sehen, wie es läuft, aber ich sage Entschuldigung, wenn ich ein paar Fehler mache, aber du musst mir helfen. Ich helfe dir absolut. Sag mal, und stimmt es, dass du bei deiner ersten Tatortrolle, wo du ja erstmal einen Gangster gespielt hast, hier in Bremen, dass du da auch eigentlich noch gar kein Deutsch richtig konntest? Also das war ein bisschen übertrieben beim Journalisten, wollte ich sagen. Ich konnte Deutsch nicht wie heute, das war viel mehr begrenzt, aber ich konnte so ein bisschen Deutsch. Aber ja, das war eine andere, different Prozess. Okay. Ja. Und also die Deutschen lieben Dänemark, gerade die Norddeutschen fahren dort viel in den Urlaub. Ja. Und ich habe mal so rumgefragt, was verbindet ihr mit Dänemark? Dann kommt Hotdogs, Lakritz, Wahnsinnsstrände, sympathische Menschen, die auffallend gut gekleidet sind. Das habe ich sehr, sehr oft gehört von meinen Freundinnen. Das fällt offenbar auf. Was verbindet ihr mit uns? Also die Dänen mit den Deutschen? Uff, gute Frage. Auffallend gut gekleidet? Genau, gut gekleidet, gute Talkshows. Also Deutschland ist ja wie eine große Bruder oder große Schwester. Also das ist unser Nummer 1 Exportland. Und das ist irgendwo, wo die viele Leute von Süddänemark, wir machen ein bisschen Spaß darüber in Kopenhagen, aber viele Leute in Süddänemark kommen immer zum Deutschland zum Einkaufen. Mhm. Und die kaufen sehr viele Sachen. Ach, die schönen Sachen kaufen Sie hier bei uns? Ja, so. Okay. Und es ist einfach ein großer Land im Vergleich mit uns. Aber wir haben schon, also wir werden schon gemocht. Absolut, ja. Ja? Ja. Sehr schön. Das ist ein guter Start für unser Gespräch. Und jetzt gucken wir uns an, wofür die Dänen dich so mögen. Wir schauen nämlich jetzt mal rein in deine schauspielerische Schaffenskraft. Bitteschön. Der neue Tatort, der kommende Woche am Sonntag ausgestrahlt wird, spielt teilweise in Kopenhagen. Das heißt, du konntest in deiner Heimat drehen. Das war sehr schön und das war auch eine so große Ehre für mich, ne? Die deutsche Zuschauer und die Bremer Tatort mit zum Kopenhagen zu bringen. Und wir haben ein paar Tage da gedreht und das hat mich sehr gefreut. Es gibt ja Bilder von Kopenhagen und ich rede auch ein bisschen Dänisch mit den dänischen Kollegen in Dänemark. So ja, darauf freue ich mich sehr. Wir haben gerade gesehen, dass du in dieser Folge, die noch ausgestrahlt wird, auf einem Frachter anheuerst. Du bist da gerade so runtergesprungen von diesem Frachter. Da gibt es eine Parallele zu deinem Leben, ne? Weil du hast mal als Koch auf einem Fischerboot gearbeitet. Welche Erinnerungen kommen da direkt als erstes hoch bei dir? Das war einer der hartesten Jobs im Welt, glaube ich, aber auch einer der schönsten, weil es ist ganz besonders, da am See zu sein, nur 5 Leute, die 200 Tonnen Industriefisch holen und es ist eine ganz andere Welt. Also man seid alleine, es gibt andere Regeln und man arbeitet hart und man hilft einander und dann steht man auf morgens um 6 Uhr, die ganze Nacht gearbeitet. Und es riecht so clean wie nicht anders, ne? Weil es gibt nur See um dich. Und dann, das ist die beste Kaffee, die ich je gehabt habe. Mhm. Waren das Momente des Glücks für dich, wenn du dann da morgens an Deck gestanden bist mit dem Kaffee in der Hand? Ja. Also ich stelle mir vor, dass das ein unglaubliches Gefühl von Freiheit ist. Ist so. Man muss das nicht auch jetzt romantisieren, weil ich wusste ja auch, das war eine Phase in meinem Leben. Ich brauchte das Geld, ich habe Ambitionen gehabt und so. Also es ist ein knallharter Job und viele Leute kriegen Schaden und so weiter. Und die arbeiten sehr, sehr hart für ihr Geld. So, man soll das nicht romantisieren, so eigentlich. Es ist knallhart. Aber für mich war das so, ja, als junger Mann, das zu erleben, wenn du das geschafft hast, die ganze Nacht zu arbeiten oder 15 Stunden zu arbeiten, 100 Tonnen Eis mit einem Shovel zu machen und dann bist du fertig und es ist 6 Uhr morgens und du stehst auf und du gehst zum Deck und die Sonne ist plötzlich da und du trinkst einen Kaffee. Das war ein besonderes Gefühl, wollte ich sagen.
Du hast so hart gearbeitet, weil du dir einen Traum erfüllen wolltest. Und zwar einen Traum, der in dir gewachsen ist, als du noch ein kleiner Junge warst und in einem Armenviertel gewohnt hast und Flugzeuge gesehen hast, die ja. über dieses Viertel hinweggeflogen sind. Du hast davon geträumt, einmal Pilot zu werden. Ja, richtig. Das war so eine, wollte ich sagen, heute sage ich so eine ein bisschen naiver, romantischer Traum. Wenn du, ich sage immer, du bist sehr in deine, wo du wohnst und die Leute, die um dir sind, das ist eigentlich deine Welt. Für meistens. Und für uns heute, die hier sitzen und ein gutes Leben haben und Überblick über das ganze Welt, ist das easy zu sagen, warum machen der junge Mann nicht so oder warum macht sie nicht so. Du musst irgendwo stehen, um zu träumen, um zu verstehen, was die Welt eigentlich bietet. Und damals habe ich, das wusste ich nicht, aber ich wusste nicht, dass man Schauspieler sein können oder Moderator oder Politiker oder so. Das war weg von meiner Welt. Aber die Flugzeuge habe ich gesehen und das war so ein Traum, wo man so wegkommt und eine Uniform kriegt und es gibt Stewardessen und wahrscheinlich viel Geld und so. Ich habe keine Ahnung gehabt. So, das war so ein naiver Traum, aber das war ein Ziel und dann habe ich dieses Ziel versucht zu erreichen. Was hat eine Begegnung in einem Hotel mit der Verwirklichung dieses Ziels zu tun? Also wie, das ist ein richtiges Leben? Oder wie meinst du? Ich versuche dich auf eine Geschichte aufmerksam zu machen, die ich über dich gelesen habe. Oh, da warst du in einem Hotel und ja. Bist auf Menschen getroffen, wo du dachtest, so, die spreche ich jetzt an. Das führt mich zu meinem... Ja, ich habe recherchiert, natürlich. Die ganze Redaktion hat sich mit dir beschäftigt. Okay, also ich, das habe ich total vergessen. Damals habe ich als in einem Sportstudio gearbeitet. Und da habe ich gehört, dass es gibt Interviews, ein bisschen peinlich, Interviews für Piloten, damals für SAS, das ist unsere Lufthansa. Mhm. Und diese Piloten sind ja nicht nur ausgebildet, aber die haben Stunden gesammelt und haben Erfahrung. Und das ist der letzte Schritt für eine Pilotkarriere. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, da muss man mal sehen, wie das geht. Dann habe ich eine Suit von jemandem genommen, das war zu groß für mich. Ein Anzug? Anzug von den Rezeptionisten oder so. Und dann ging ich einfach so diese Tür und gesagt. Und dann kommt der Mann raus, er war der Pilotchef von SAS. Ja, habe ich gesagt, ja, ich will Pilot werden. Wie macht man das? Und ich glaube, er hat das lustig gefunden oder so. Und er sagt, junger Mann, sitz dich am Tisch da am Bar und wartet auf mich, dann komme ich zu dir. Und nach den Interviews ist er zu mir gekommen und hat mir so ein bisschen erzählt, wie das richtige Weg ist. Wo es gibt eine Schule, aber du musst erstmal so und so viel Geld haben und du musst an diese Sachen arbeiten und trainieren und so. Er hat mich einen Weg gezeigt und dann habe ich diesen Weg genommen eigentlich. Ja, du hast es wirklich geschafft. Du bist dann Pilot geworden, hast Passagiermaschinen geflogen und hast vor gut 11 Jahren mit dem Fliegen aufgehört. Warum? Irgendwann habe ich verstanden, dass das Ziel war nicht, also Pilot, das Weg dahin war eigentlich mein Ziel. Mhm. Und das war so ein langer Umweg mit alles möglich und unmöglich und 4, 5 Jobs zu haben gleichzeitig und so weiter und so weiter. Und dieser Aufstieg, wo du verschiedene Leute triffst und verschiedene Milieus und verschiedene Länder und mein erster Job war eigentlich in Deutschland. Mit kleinerer Flugzeuge und dann größerer Flugzeuge und dann in England, Indien, Spanien gewohnt und so. Aber dann habe ich verstanden, dass jetzt kann ich hier die nächsten 30 Jahre sitzen und es ist ein schönes Job. Und dann hast du, aber die Leute, die ich mitgeflogen habe, waren sehr nett, aber die fanden es zum Beispiel sehr schwierig. Also man wartet auf seine Off-Days und die freien Tage. Und wir zahlen zu viel Steuer und so. Normales, was die Leute darüber reden. Und ich habe auf meine alten Kollegen geguckt, draußen im Regen, die mit Koffers arbeiten. Und ich kam hier und Kaffee trinken und die Flieger fliegen. Mhm. Und ich habe gedacht, das kann ich die nächsten 30 Jahre nicht machen. Und gleichzeitig jemand hat mich zum einen Streetcasting eigentlich reingenommen vor 2 Jahren. Ein Schauspielcasting. Mhm. Ich wusste nicht, was das war. Mein Freund wollte das machen. Ich bin einfach mitgegangen. Dann haben sie mich probiert und dann habe ich die Hauptrolle gekriegt. Und da bin ich erstmal von diesem Bock gebeten. Also wenn du deine Leidenschaft findest,
dann findest du es. Aber es ist schwierig zu sagen, jetzt schmeiße ich alles weg, jetzt will ich nicht mehr Pilot sein, jetzt will ich Schauspieler sein. Also bist du bescheuert. Aber auf jeden Fall klingt die Geschichte Hollywood-reif. Man könnte auf jeden Fall einen Film draus machen. Vom kleinen Jungen, der im Armenviertel vom Fliegen träumt zum Piloten oder vom Flüchtlingskind zum gefeierten internationalen Schauspielstar. Vielleicht magst du uns das noch mal erklären, warum ich dich als Flüchtlingskind bezeichnen kann. Du hast deine Heimat verlassen müssen. Ja, ich bin im Irak geboren. In Irak und warst 7 Jahre später in Dänemark. In Dänemark. Das heißt, die Flucht hat 7 Jahre gedauert, bis du angekommen bist in Dänemark. Ja. Warum musstet ihr das Land verlassen? Ja, das war, so war das in die letzte 79, 80, das war Saddam Hussein, war zur Macht gekommen und du warst with him or against him und meine Eltern waren gegen und dann konntest du nicht da bleiben. Das hat die Familie eigentlich total zerstört und wir sind von allein da 5 Jahre ohne. Meine Mutter und Vater waren getrennt und viele Länder. Und so eine Flüchtlinge-Odyssee, die leider nicht besonders ist. Also viele Leute erleben das auch heute. Mhm. Würdest du sagen, du bist ein Vorbild oder ein Beweis dafür, dass man alles schaffen kann, wenn man es nur will? Weil es hört sich so an, wenn man sich mit dir beschäftigt, dann denkt man, wow, toll. Ich wollte das nicht selber sagen. There's two sides to that. Because ich will nicht, dass ein junger Mann oder Frau da draußen sitzen und denkt, ja, dann muss ich auch eine Pilot oder Schauspieler sein oder beim Tatortkommissar werden. Nee, aber es könnte jemand da sein, der denkt, ich muss nur an mich selbst glauben und dann schaffe ich auch das, was ich mir erträume. Das ist richtig. Also vor ein paar Wochen war ich Moderator bei unserer Königin. Staatsbesuch in Deutschland. Königin Margarete, ich habe extra nochmal nachgedacht, ja. Die zweite. Und da, das ist doch die, die so cool ist, ne? Die ist super cool, raucht. Ja. Und euer Bundespräsident, Herr Bundespräsident Steinmeier war da und seine Frau und so. Und da habe ich gedacht, weil ich mag sowas nicht mit Vorbild und so und das zu sagen. Ich finde immer, dass die Arbeit redest mehr als darüber zu reden. Jetzt haben wir dieses Interview, weil das ist das erste Mal in Deutschland, aber so rede ich normalerweise auch nicht in Dänemark. Okay. Aber da habe ich erstmal eine so Post gemacht auf Instagram, wo ich zu den Jungen einfach gesagt, hier, junge Menschen, egal wer du bist, wo du aufgewachsen sind, was deine Eltern macht oder in welche Area oder was die Leute um dich sagen oder eine schlechte Schule oder so. Wenn du etwas willst, dann musst du es einfach versuchen und ich glaube an dir. Mhm. Einfach, wenn du einfach weitermachst und nicht aufgibst, dann der Weg ist das Ziel ist das Weg eigentlich. Einfach weitermachen und deine Leidenschaft findet und mach es. Dann schaffst du es. Das ist schön, dass du den Besuch der Königin, ja, zu Recht Applaus. Das ist sehr schön, dass du von dir aus diesen Besuch der Königin in Deutschland, der jetzt gerade erst war, ansprichst, weil diesen Staatsempfang, den hast du moderiert, eben als dänischer Schauspieler, der sehr bekannt ist in beiden Ländern. Und das ist wieder so eine Geschichte bei dir, wie vom Tellerwäscher zum Millionär. Du warst vor vielen, vielen Jahren, ich sag mal, kleiner Soldat in der Leibgarde der Königin. Ja. Auch einer von den vielen Jobs, die du gemacht hast. Was war damals deine Aufgabe? Ja, ich glaube, es ist 25 Jahre her. Ne? Was sagt Christian Schulz? Zigaretten holen. Nee, so hoch in Position habe ich nicht gehabt. Ich war normaler Soldat, also Infanterie heißt es. Und dann hast du 4-5 Monate bei die Leibgarde, ihr habt das vielleicht gesehen, mit die hohen Dings, vor die Königin in die verschiedenen Castles, Schlossen. Das ist eine Fotomontage, denn es gibt kein, also wir haben kein Bild von dir gefunden als Leibgardist, aber wir haben deinen Kopf da so reinmontiert. Gut gemacht. So ungefähr muss es ausgesehen haben. Ohne die Lächeln, aber ja. Ja, sowas haben wir gemacht. Das heißt, du hast den Palast bewacht. Ja, habe ich gemacht. Ja. Ist das warm unter diesen Hüten? Ich glaube, ich habe das Winter gemacht. Das war ganz okay. Ja. Muss man das auch im Sommer tragen? Ja. Okay. Ja. Nun ist es in Dänemark nicht immer warm. Das ist, Es ist wie hier eigentlich das Wetter. Okay. Es ist nicht ganz bequem, diese Dinge, lass uns so sagen. Und wie oft fällt einer um? Es passiert eigentlich ganz oft. Ja. Okay. Ja. 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 Darf ich eine Frage zur Flucht stellen? Ja. Sie haben gesagt, 7 Jahre war Ihre Familie auf der Flucht. Ja. Und der Irak ist ja nun, weiß Gott, sehr weit weg von Dänemark.
Hatten Sie ein Ziel, ein festes Ziel vor Augen, wo Sie hinwollen? Also nein, ich war ja nur ein Kind, ich bin mitgenommen. Yeah. Aber es war einfach so, ich glaube, meine Eltern sind getrennt, mein Vater ist da geblieben, so ein bisschen dagegen gekämpft. Meine Mutter und ich waren in Syrien und dann in Bulgarien, das war im Ostland damals, wissen Sie. Und da habe ich Russisch und Bulgarisch studiert und in Schule da. Und dann kam mein Vater irgendwann und dann sind wir irgendwie in Dänemark gelandet. Es war total zufällig. Also das konnte auch Deutschland sein, das konnte Schweden sein. Und ich habe wie viele anderen Familie eigentlich überall, die heute habe ich nicht so viel Kontakt mit denen, aber ich habe ja Familie überall in Europa eigentlich. Bewundere Sie. Ja, ist bewundernswert, ne? Finde ich auch. Ja, er mag es immer nicht so gerne hören. Nein, aber ich finde es auch bewundernswert. Es ist ein Beispiel, ja. was man alles schaffen kann, wenn man an sich glaubt. Für mich auch tatsächlich. Reden wir noch mal einmal über das, was du jetzt tust, nämlich die Schauspielerei. Wie gesagt, der Tatort kommt nächste Woche Sonntag, aber es gibt ja auch immer wieder, sagen wir es ehrlich, Angebote aus Hollywood. Und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass du gerade erst wieder eine Nebenrolle im neuen Indiana Jones abgelehnt hast. Stimmt, oder? Vielleicht. Ja. willst du nicht mehr für Hollywood arbeiten? Konzentrierst du dich jetzt auf Bremen und den Bremer Tatort? Ich bin so glücklich, das ist der Traum von der Schauspielerei, weil es ist eine Leidenschaft, es ist kein Job eigentlich. Es ist ein sehr, sehr harter Job und man macht alles und Research und so, aber das ist wirklich so wie eine Leidenschaft. Und deshalb, wenn man kann, dann als Schauspieler, dann soll man die Geschichten nehmen und mit den Leuten arbeiten, die etwas gut für dich, die du magst. Und, ich hab ein paar amerikanische Sachen gemacht damals, also vor 5, 6 Jahren, wenn die erste Angebote kamen, habe ich Game of Thrones und ein paar andere Sachen gemacht, aber das ist, glaube ich, die erfolgreichste Serie der Welt, ne? Ja, du so sagst, ja, so Game of Thrones. Nee, das ist natürlich schön zu machen, aber weißt du, die Rolle war ja keine so Herausforderung für mich. Du bist geritten, das fand ich toll. Das habe ich dann gelernt, ja, sowas muss man lernen. So für mich habe ich dann ganz schnell gelernt, es ist nicht wichtig für mich, neben Tom Cruise 3 Monate zu stehen und dann warten, vielleicht gibt es eine gute Szene oder nicht, dann mache ich lieber was Gutes in Dänemark. Und dann habe ich einfach nach die guten Geschichten gegangen und dann ist das so sehr gut aufgegangen in Dänemark. Und dann da spiele ich die Hauptrollen und habe gute, ich mag meinen Job da. Und dann sind diese, Entschuldigung. Sie haben doch auch in Borgen mitgespielt. Das war wirklich eine unserer Lieblingsserien. Dankeschön, ja. Das war eine meiner ersten so kleineren Rollen. Und dann sind es jetzt die Hauptrollen. Und dann ist diese Angebote von Deutschland gekommen. Und das ist näher zu Hause. Und ich will lieber nicht zu weit weg. Aber jetzt... Du willst bei deiner Familie sein. Ich will mein Sohn sein und so. Aber jetzt bin ich noch mal, jetzt kommt gute Sachen davon auch. Gute von Hollywood oder von wo? Ja, auch da. Und stimmt es eigentlich, dass der Ex-Mann von Madonna, Guy Ritchie, dich angerufen hat wegen einer Rolle? Oh, ich kann darüber nicht jetzt reden. Mal gucken, was passiert. Wir sind sehr gut informiert, Sachen. Wie du weißt. Oh Gott, du bist wirklich gut informiert. Wir sind sehr gespannt und freuen uns, dass du im Moment noch Bremen Hollywood vorziehst. Also derzeit, nächste Woche Sonntag zur Beobachtung um 20.15 Uhr im Bremer Tatort als Kommissar. Und ich hoffe, dass wir dich noch sehr oft im deutschen Fernsehen sehen werden. Dar Salim, vielen Dank für den Besuch.